ganz sicher gemacht. Also das lässt sich der Bulgare natürlich nicht nehmen. Ausgleich 2:2 in der 85. Minute. Klassisch verwandelt. So muss man das machen. Zweiter Saisontreffer für Krasimir Balakow in der Bundesliga. Auch gegen die Bayern beim 2:1-Sieg konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Balakow gegen Piekenhagen. Tor! Balakow verzögert ein ganz klein bisschen unmerklich sein 15. Elfmeter in der Bundesliga, der 14. den er erneut in Verantwortung. Ein ganz, ganz wichtiger Augenblick für den VfB Stuttgart, der in Führung geht durch Krasimir Balakow in der 72. Minute. Sein 4. Treffer in der laufenden Saison. Pipliza versucht Balakow noch zu irritieren, aber der macht das ganz cool. Schaut sich den Keeper ganz lange an, guckt kaum auf den Ball und kann ihn dadurch verladen. Wie kurz in der Situation nicht tun. Balakow wie gegen Cottbus. Torschütze per Strafstoß. Das 1:1. Oh, das wird dem VfB sicherlich jetzt die Brust frei machen. Da geht Erleichterung durch die Reihen des Abstiegskandidaten. Jentsch ohne Chance. Balakow wartet lange, bis er sich die Ecke aussucht. Das hat er halt noch drauf. 5. Treffer in der laufenden Saison. Und jetzt mit mehr Risiko. Balakow abgeblockt. Dann die abgeblockt und jetzt kommt Balakow, 90. Minute, 1:0 Stuttgart. Krasimir Balakow mit seinem 6. Saisontor. Die Wiese als Landebahn und er segelt ab und er trägt die ganze Besatzung. Wir schauen nochmal hin. Vielbeinige Schalker Abwehr. Nemeth zum Schluss über den Ball und genau durch diese Lücke zielt Balakow unhaltbar für Reck zum 1:0 für den VfB Stuttgart. Und jetzt aber raus aus dem Keller. Sie haben es geschafft. Sie sind durch. Der VfB Stuttgart bleibt erstklassig und er hat sie alle erlöst mit diesem goldenen Schuss in der 90. Minute. Krasimir Balakow. Es war am Ende ein Es war dran am Ball und dann kam die Grätsche von Krüger. Somit die Chance für Balakow und die lässt er sich nicht nehmen. Die 65. Spielminute. Der VfB Stuttgart führt mit 2:0 beim VfL Wolfsburg. Reitmeier in der falschen. Den hätte er nicht geben dürfen. Krasimir Balakow und sein 50. Tor für den VfB Stuttgart. 1:1 unentschieden. Erste Tor für den VfB Stuttgart im Gottlieb-Daimler-Stadion. Endlich ist es soweit in der 55. Spielminute. Balakow, und das macht er immer, zögert einen Moment beim Anlauf. Will sehen, wohin sich der Keeper bewegt. Zehntes Elfmeter-Tor bei 19 Elfmeter. Die Balakow für den VfB Stuttgart geschossen hat und wieder machte ihn rein. Jubiläums. Seit Balakow freie Schussbahn. Milka kommt nicht dran.
Die 48. Minute, 1:0 für den VfB Stuttgart. Viertes Saisontor, Krasimir Balakow. Wir fragen uns, kann Melka den halten? Die Vorarbeit von Seitz. Und jetzt freie Schussbahn für Balakow. Ich glaube, mit der Pike macht das. Ah, nein, der trifft den Innenpfosten, den kann Melka nicht haben. Balakow. Balakow! Mann! Und typischer kann es nicht sein. Ich wollte es wirklich nicht vorhersagen, aber es riecht hier nach einem typischen 1-0-Spiel für Stuttgart. Und das meinte ich damit. Die spielen harmlos, die spielen schlecht. Ja, Harvey harmlos. Und dann kommt dieser Krasimir Balakow, der weiß Gott nicht auffällig gespielt hat. Und endlich hat er mal den Ball auf dem linken Fuß. Leistung. Hensler war noch dran, aber ein Geniestreich von Krasimir Balakow. Dritter Saisontreffer